Servus, es wird heute ein, naja, also das ist hier das, was ich aus der Packstation geholt habe. Ich bin aber auf jeden Fall froh, dass der obdachlose Mitbewohner noch am Leben ist. Also es ist halt eigentlich so der einzige Mensch, der es schafft, sich im Gender-Style in die Scheiße zu reiten quasi. Also wo ich mich einfach, naja. Also er hat mich sowas von getoppt. Sehr verehrter Herr Schender, vielen Dank, dass du mich aus der Depression rausgeholt hast. Ja, Thema Depression. Es ist auf jeden Fall immer geil, wenn man sich von Depressionen ablenken kann. Zum Beispiel, wenn man einfach hier so ein komplettes Glas auslöffelt. Und zwar auf einmal. Und ja, dann ist man auf jeden Fall abgelenkt. Dann ist man erstmal beschäftigt mit seinem Körper. Ansonsten, ja, es ist nicht leicht, einen Therapieplatz zu finden. Man braucht viel Geduld, man muss hier rumtelefonieren und so. Also man lässt sich halt vermitteln, wenn das klappt. Aber ja, man muss da auch Kompromisse eingehen und sich auf jeden Fall selbst disziplinieren. Und damit man dann auch in der Lage ist, sich selbst drum zu kümmern. Ja, es ist ja völlig normal, dass man therapiebedürftig ist, wenn das Leben so verrückt ist, wie es ist. Und ja. Ist das Trump als Kapitän? Ach so, Junge, die haben wirklich gedacht, das wäre so gephotoshoppt irgendwie. Das ist Kapitän Trump. Naja, St. Pauli, okay. Und dann Grüße nach St. Pauli. Genau. Obdachlos Mitbewohner, das ist seine Mahlzeit nach 3 Tagen, hat er mir erzählt. Ich habe ja hier noch was aus der Fanpost rumliegen. Das wollte ich irgendwie verschenken. Das kann er dann alles mitnehmen. Ja. Naja, es hat auch einen anderen Grund, warum er hier ist. Es wird dann ein Musikvideo gedreht. Der Text ist fertig. Aber wenn ich dann im Endeffekt eingestehe, dass es kompletter Schwachsinn ist und mich auch dazu entschließe, das Projekt einfach abzubrechen, dann würde ich mir selbst eine reinhauen, deswegen wird das durchgezogen, egal wie gut oder wie schlecht es ist. Das ist meine Devise. Ja, während ich mir die Ohren mit Watte vollstopfe und weiße Basketbälle in die Augen lege, sehe ich es nicht ein, dass das beigelegte Getier. Das Leben ist abgelaufen, tot, und trotzdem bekommt es ein neues Ablaufdatum im Totenleben. Das Doppelleben ist ungerecht gegenüber dem Menschen. Das ist ein großes Problem. Rein zufällig genoss der Ehebaum der aufgebrachten Heimlichbürger einen neuen Stammwürfel und die leicht bestromten Seidenstühle anzusingen. Seiden. Junge, ich. Naja, Hunde sollten nie verboten werden. Das mehr verstehe ich jetzt hier. Ich bin. Ja, was soll ich sagen, Leute, das war ein harter Tag. Aber. Wenn ich sage, es war ein harter Tag, ist ja so, jeden Tag sehe ich die Welt irgendwie ein bisschen anders. Deswegen quatsche ich auch manchmal so komplett wirres Zeug, weil, ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich mich so im stetigen Wandel und ich denke mal, wenn ich nicht ständig alles anders sehen würde, dann würde ich mich langweilen, wenn ich ja nur immer dieselbe Ansicht hätte. So, und ja, wenn dann das ganze Leben ein Kasperle-Theater ist und es ist alles ein großer Witz und ein riesengroßes Theater, wo man dann selbst die Hauptrolle spielt, ja, dann kann man sich gut von Depressionen ablenken, ne? Depressionen, ja gut, es hat so viele Gründe, es gibt so viele Formen, es gibt, ja, so viel, was man darüber quatschen kann. Man sollte auf jeden Fall keine Erfahrung damit machen, und wenn man die Erfahrung damit macht, dann ja, ist es ja im Endeffekt auch eine wichtige Erfahrung. Außer wenn man, wenn das immer weiter abwärts geht und man nur noch einen Ausweg sieht oder so, wenn das so weit führen sollte, dann ist natürlich keine schöne Erfahrung. Aber wenn man es daraus schafft oder trotz Depression einfach weiterlebt und die auch irgendwie akzeptiert, wenn man es halt nicht schaffen sollte, die komplett wegzutherapieren, ja, dann hat man schon was Starkes geleistet, je nachdem wie tief dann die Depression war. Und
Das ist dann im Endeffekt ja wieder eine positive Erfahrung. Also die Erfahrungen können sich halt immer ins Positive wenden, das würde ich damit sagen. Alter. Junge, das ist wirklich absolut krass. Das ist komplett krass. Ja, ich denke mal, das ist Thumbnail würdig, auf jeden Fall. Das ist krass. Das ist eine Schildkröte. Ja. Man soll auf jeden Fall nie die Depression ignorieren. Das meine ich jetzt nicht mit ablenken, also nie irgendwie verdrängen oder ignorieren. Sein Inneres zu ignorieren, ja, das ist halt kompletter Schwachsinn. Weil, wie will man denn sein Inneres einfach abschalten? Das kann man, entweder man betäubt das komplett, aber eine andere Möglichkeit wird mir gar nicht einfallen. Deswegen sollte man sich schon damit auseinandersetzen. Und mit Ablenken meine ich, man sollte auch zusehen, dass man trotzdem positive Eindrücke sammelt, egal wie. Man sollte einfach zusehen, dass man das macht, positive Eindrücke sammeln. Dann wird ja auch positives Denken gefördert, ne? Also einfach positive Energien zulassen. Und ja, die ihnen dann halt natürlich helfen, mit der Sache umzugehen. Darauf kommt es an. Es geht ja nicht darum, ja, es ist halt immer so eine Wunschvorstellung, Depressionen einfach hinter sich zu lassen, zu bekämpfen, ein für alle Mal zu besiegen. Aber im Endeffekt ist es ja auch eine Lebenseinstellung, eine depressive Lebenseinstellung. Und da kommt es eher darauf an, lernen damit zu leben. Und ich denke mal, das ist halt für viele der Kampf des Lebens, mit einer Depression lernen zu leben. Das ist ja einfach der Kampf, den da viele führen. Und wenn ich es wirklich schaffe, mit diesen Dünches hier dabei anderen Menschen zu helfen, das ist halt einfach geil. So, es ist natürlich eine Motivation. Ja. Irgendwas muss ihn ja motivieren. So, wenn es das ist, dann ist es doch eine absolut geile Sache. Dann fühle ich mich gut dabei. Und das ist ja auch eine wichtige, also ich sehe das auch als wichtige Aufgabe an, dass man da auch anderen Menschen dabei hilft, so eine Kacke irgendwie zu bewältigen. Ja. Manche nehmen das dann zu ernst und entwickeln dann so ein Helfersyndrom. Das ist ja meistens nur, um dann von den eigenen Problemen abzulenken. Das ist dann halt schon wieder Kacke. Man sollte echt so ein gesundes Mittelmaß finden, was Rücksicht auf sich selber, aber auch Hilfebedürftigkeit und anderen Menschen zu helfen. Also, dass man da einfach so ein Gleichgewicht hält. Ja, das darf nie außer Gleichgewicht dann geraten. Ah, hier sind verfickte Maden. Gut, ja. Das sind so meine Ansicht. Was ist denn das hier? Crickets, ja, das kannst du alles haben. Ich weiß nicht, was ist das? Eat Grub? Ach, Insektensnacks! Junge, ich bin so bekloppt, ne? Ich hab's das jetzt gelesen. Naja, ich würde es aber ungern hier. Wir gucken mal, was. Alter, ist das krank. Wir mal gucken, was hier für Insekten drin sind. Am Ende ist hier so Spinnen oder so drin. Oh, fuck! Alter, Junge! Ich weiß nicht, was das für. Insekt ist. Oh, Junge. Man hat vier Jahre hat man Insekten, tote Insekten in Papier gebunkert, um es mir dann irgendwann zu schicken. Das ist doch absolut krass. Buffalo-Würmer. Es ist einfach eine Insektenpost. Ja, jetzt habe ich einen Videotitel. Die Insektenpost. Jawohl. Gerede-Explosion, Junge. Ich habe mich kranken Scheiß drin. Ah, das mit den Insekten, das hat mich natürlich gefickt. Ja. Gerede-Explosion. Leute, oh, was zum Fick nochmal. Das hat mir da irgendein Schamane geschickt, Alter, ohne Witz. Irgendein Schamane. Die schamanische Insektenpost? Na gut, ich kenne mich ja, ich weiß nicht mal, was Schamanen jetzt wirklich machen, also nicht das, was man irgendwie so, keine Ahnung, aus Filmen oder im Internet so mitkriegt, was Schamanen machen, sondern was machen Schamanen denn so wirklich ganz genau? Ich würde gerne wissen, wie die sich einen Tag vertreiben. Richtig, die schicken mir so eine Post. Ja. Nee, was ist denn das? Gut, Entwarnung. Es ist nur Stärke. Schamanische Stärke. Junge, da wissen wir alle, was das bedeutet. Ja.
irgendwelche komischen Dosen. Also, Gips, das ist Gips, okay. Und hier haben wir Abformmasse. Ja, Schender Schamanico hat somit gesprochen und Schender Schamanico wünscht euch auf jeden Fall einen heilsamen Lebensweg in allen möglichen Krankheiten, die ihr gerade mit euch tragt. Und in diesem Sinne ist es ja wirklich schon ein 10-Minuten-Video geworden. Naja, krass. Also die Fanpost, die hat auf jeden Fall mich beeindruckt, muss ich sagen. Die hat mich beeindruckt. Naja, und vielen Dank für die kubanischen Zigaretten. Ja, hast du alles geschenkt bekommen? Da schenke ich dir alles. Jawohl, die schenke ich dir, Mann. Die schenke ich dir. Lass sie dir schmecken. Ja, das war ein Zeichen, dass man die eigentlich nicht rauchen soll. Oder wo war's? Hier, aber es wird schon passen. Jawohl, Mann.